Als ich unter der Dusche stand, habe ich mir selber die Schuheinlage verkauft. Und das sind eben diese Cornerstone-Contents. Es ist nur, die Definition ist noch ein bisschen anders, und zwar, dass man sagt, das sind deine Herzensbeiträge, die du immer weiter pflegst, die richtig wichtig sind, wie zum Beispiel die FAQ, ist ein richtig wichtiger Cornerstone-Content, den man immer eigentlich pflegen sollte. So. Ich stelle einmal den Schalter auf On und schon läuft das Ganze durch. Oben schmeißt der Traffic rein, am Ende ist ein perfekter Lead, ein perfekter Sale am Start. Ja? Und das ist die Grundidee und auch das Konzept eigentlich bei einem Funnel. Und es kann funktionieren. Eventuell ein Plugin einbinden, das eben Lazy Load heißt in dem Fall, für WordPress super. Und das Caching optimieren, nicht vergessen, ganz wichtig, Caching. Das nur deswegen kaufst du das jetzt. Und, aber auch so, dass ich habe es auch analysiert, ich habe auch geguckt, ey, was ist mit mir gerade passiert, ey? So, ich bin in diesem Funnel gelandet und auf einmal war eine Verknappung da und ich musste es kaufen, weil ich habe den Druck richtig gespürt. Ja, und dann haben wir ein E-Book veröffentlicht. Ich habe es grob vorformuliert, er kann schreiben, ich kann sowas nicht. Und dann hat er das verschriftlicht. Das haben wir rausgepackt und kein Verkauf. Unsere Reaktion war darauf, also oder besser gesagt, ich habe dann gesagt, ja, wir schreiben noch eins. Er dachte wieder, bist du verrückt, das hat noch nicht funktioniert. Haben zweites geschrieben, das war Bestseller auf Amazon. Und dann haben wir jetzt im Jahr 2017 20.000 Mal das Buch verkauft. Oder das sind mittlerweile mehr Bücher, aber 20.000 Mal. Auf jeden Fall. Und ja, so sind wir in alles reingerutscht. EXPATS, das ist das Allerwichtigste. Wer von euch Facebook-Werbung schaltet, ihr müsst die Expats, das sind die Expatriarchaten, die muss man unbedingt ausschließen, weil das sind die Klickfarmen in China, in Marokko. Die sagen, sie wohnen in Deutschland, deswegen kriegen sie deutsche Werbung, klicken die ganze Zeit. Ja? Und deswegen bekommt man arabische Likes. Ne? Aber in einem Trip war ja, wie gesagt, ein Angebot, das keiner ablehnen kann. Sagen alle, ach ja, okay. Zumindest auf jeden Fall die, die auch bereit sind, später mehr Geld auszugeben. Bedeutet, saubere URLs, ganz wichtig. Titel, Tags, Meta-Descriptions, wie ich gerade besprochen habe. Die Navigation innerhalb der Seite, ja? Bedeutet, der User sollte maximal 4-mal klicken, bis er das findet, was er sucht. Überdenkt also eure Seitenstruktur.